Was das mit dem Luftballon ist, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht versaut habe, tatsächlich. Heiße Quellen. Heiße Quellen. Ja, wo befinden sich heiße Quellen? Das ist eine gute Frage. Was mache ich jetzt als nächstes? Überhaupt die Frage. Ich könnte Wurzeln gebrauchen, damit ich endlich auch mal wieder ein Zelt bauen könnte. Wie spät haben wir es? 14.38 Uhr schon wieder. Ist schon wieder ganz schön spät, ne? Können wir noch nach Alt-Lindo fahren und den verlassenen Turm malen? Das könnten wir eigentlich, glaube ich, noch machen. Das sollte ich noch schaffen, oder? Weil wir ja nach Alt-Lindo fahren können. Dann könnte ich, hätte ich dieses eine Bild abgeschlossen. Wir können mal kurz mit Finn reden. Mal gucken, ob er was Neues hat. Nee, hat er nicht. Okay. Yo. Okay, Finn. Das hoffe ich, hat sich jetzt alles zum Guten geklärt hier. Mit den der Apotheke und so. Das hört sich alles erstmal sehr, sehr gut an. Wie viel Schimmersteine habe ich denn? Ups, wo sehe ich denn das? Rucksack. 155, ist ganz ordentlich. Need a lift? Ja, bitteschön. Alright then. Mal gucken, was wir in Lindo machen können. Da sind wir wieder. Im guten Lindo. Noch eine Feder. Noch ein Stock. Wurzeln. Wunderbar. Hier finde ich schön Wurzeln. Sehr hervorragend. Und hier können wir den alten Turm malen. Am besten nur mit Himmel im Hintergrund, ne? Und nix weiter. Und wir könnten versuchen, habe ich ein Bild eigentlich von dem Turm schon? Nee, habe ich nicht. Wir können ein Bild übermalen. Ja. Und am liebsten nur, was hat man denn nur Himmel, ne? Warte, lass uns mal. Ein einsamer Turm, bitte mal den verlassenen Turm ganz einsam oder da schon am besten mit nichts als dem Himmel im Hintergrund. Keine Stadtsilhouetten, bitte. Machen wir. Ich hoffe, dass das so in Ordnung ist. Ein einsamer Turm, ja. Schön. Sehr schön. Und wisst ihr was? Wie spät haben wir es? 15.54 Uhr. Ja, ist noch zu früh, um hier zu bleiben. Ich habe überlegt gehabt, ob ich, hier nachts bleibe, um zu gucken, ob was es mit diesem merkwürdigen, genau, mit dieser Sache nämlich auf sich hat, ein verlassener Turm. Manche Bewohner von Lindo sprechen von unheimlichen nächtlichen Sichtungen beim verlassenen Turm. Ich sollte das festhalten. Also, pass auf, ich fahre jetzt nach ich fahre jetzt nach Nava zurück, gebe das Bild ab und fahre vielleicht wieder zurück nach Alt-Lindo.
weil wir können. Schnur. Wir brauchen mehr Stoff und wir haben nicht genug Seil. Wir können sowieso kein Zelt bauen. Okay. So, the newcomer has walked the road to Nava. Didn't I tell you it would be worth it? Absolut. Du hattest recht, das war die Mühe wert. Would you like a ride to Nava? You've already paid the toll, so it will be free for you. Oh ja, sehr gerne. My ox is strong, no? Jawohl, ist er. Genau, bis hierhin. Ja, dann... Hallo. Geben wir das Bild ab. Und dann weiß ich nicht, was mit den Luftballon machen. Ich hoffe... Aber ich glaube nicht, dass man in dem Spiel irgendwas wirklich... Also, dass was irgendwas falsch läuft, oder? Hallo. You're such a great friend. Dankeschön. Was machst du denn schon? Hello again. Thanks for rounding up those poisonous veggies. What a shock. I was able to explain it to the market council. Ja, das ist doch gut. They said I've got one more chance. Could you believe that? I've got my eyes on the prize this time. No more mix-ups. Besser ist es. Besser ist das. Wunderbar. Oh, schön, für ihn läuft es eigentlich auch. Okay. Okay. Unter der Stadt. Geil. Okay, ich weiß, wo wir weiterkommen. Wunderbar. Nice. Sehr, sehr gut. Okay. Okay, 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 okay. Ja. Hast du irgendwas Neues zu erzählen? I'm in the middle of something at the moment. Alles klar, Sergio. Wunderbar. Dann nimmt nicht. Wir geben das Bild ab. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Wir geben erstmal den Auftrag ab. Geben wir. Got another one for me, do you? Na klar. Eine Sternhöhle. Ich träume manchmal, dass ich unter einem freien Himmel bin, aber dann stelle ich fest, dass ich mich in einer Höhle befinde, um Sterne um mich herum sind. Kannst du so etwas für mich malen? Okay. Okay, 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 okay. Wir nehmen alles an. 17.09 Uhr. Soll ich da noch... runtergehen, was ich gerade entdeckt habe? Ja, machen wir. Wo geht's denn hier hin? Okay. Das sieht ja auch toll aus. Klasse. Oh, schön hier. Der Ballon, ich bin auf der gegenüberliegenden Seite vom Ballon. Okay. Boah, sieht das toll aus. Eigentlich auch ein Bild wert, ne? A sailor in the sea. Na, wo kommen wir denn hier hin? Hallo? Wow. Wow, sieht das toll aus hier. Stay informed. Get the latest issue of the Shadian Post. Okay. Pick it up here. Free copies. Accepting donations. Okay, die Zeitung. Die Zeitung. Hallo, ihr zwei. What's the password?
Ist mir, ich weiß es nicht. Get lost. Okay, also hier müssen wir erstmal ein Passwort erfahren. Okay. Gut, dann wissen wir schon mal wenigstens, wo wir hin müssen. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Passwort herausbekommen. Ich könnte vielleicht nochmal mit dem Sheriff sprechen. Hier spricht ja keiner mit mir. Und wie verdammt nochmal bekomme ich das mit dem Luftballon hin? Und Mann, es ist so viel zu tun. Okay. Gut, gut, gut. Jetzt kriegen wir alles hin. Alles entspannt. Alles in Ruhe angehen. Wir können ja nochmal mit dem guten Emil sprechen. Ich glaube, der hat ja relativ gut was erzählt zu dieser Organisation, oder? Grüß dich. Welcome to the inn below the tarnished teapot. What's it? Kind of like a club. People go under the city to drink dream teas, relax, unwind. It used to be open for everyone, but it's pretty locked down now. Some folks have been trying to destroy or steal their tea plants, so they had to get real protective. There was a dream party out on the Salt Spring coast a few nights ago. Who knows? Maybe you can make the right connections and get a chance to try some. In der Steinquellküste, ja. Wie komme ich da aber hin, ist die Frage. Was vom Falkenhorst könnte ich da vielleicht hin? Aber auch nicht so richtig, ne? Tiffmoor-Klippen, westliche Wälder. Mittlerer Turm. Achso, ich muss mir dieses Rad kaufen. Ja, genau, das ist es. Allerdings nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Gut, dann gehen wir früh schlafen. Gehen wir früh schlafen. Und stehen früh auf. Und dann muss ich mir das besorgen. So, also frühes Aufstehen und jetzt besorge ich mir auf den Markt. Morgen übrigens, ich hoffe, die sind schon alle da. Dieses wunderbare Rad, mit dem ich die Türme benutzen kann. Das muss ich mir jetzt leisten. Das ist das nächste, was ich machen möchte. Weil ich will zu den Steilküsten runter, weil dann kann ich mit den richtigen Leuten sprechen, die wahrscheinlich auch das Passwort haben. Oder mir das Passwort vielleicht nennen können, wenn ich mit dem mal eine Nacht vielleicht das durchziehe, da mal ein bisschen Tee entsprechender Art zu mir nehme, ne? Hallo. Interested in a book? Mal gucken, vielleicht, ja. Eine hilfreiche Anleitung zum Angeln. Habe ich doch gar nicht mehr eigentlich schon gekauft, dachte ich, ne? Komm, kaufen wir uns mal das Büchlein. Lass mich kurz gucken. Nein, hier in Bücher. Ja. Okay.
Och nein, das nicht. Entschuldigung, das die klassischen Tees. Genau. Klassische Tees. Bergwurztee, auch als Wandertee bekannt. Der Bergwurz belebt Herz und Stimmung und die Wanderer schwören, dass die Kilometer damit nur so vorbeifliegen. Drei Bergwurz brauche ich dafür. Den Lindo-Aufguss erfüllt von beschaulichen, verträumten Schimmern eines Hafenstadts. Nochmal, Entschuldigung. Lindo-Aufguss. Erfüllt von beschaulichen, verträumten Schimmern seines Hafenstadt-Ursprungs. Zwei weiße Blütenbeutel, ein Bündel Wurzeln. Mhm, okay. Und Erdwurzeltee? Er hat einen vollen, waldigen Geruch. Zwei Bündel Wurzeln und ein Tintling. Das ist, glaube ich... Warte mal, wir haben wahrscheinlich von Pilz, ne? Ein Tintling. Guck mal, wir haben sechs Tintling. Wir können uns aus den... Stangenkraut haben wir auch. Wurzeln. Klassisches D. Giftknolle. Weißer Blütenbeutel kann man machen. Wunderbar. Okay, alles klar. So. Come get your latest issue of the Shadian Post here. Did you pick up a paper? Hm? Sure thing. Would you like to donate a glowstone to the Shadian Post so we can keep the paper free without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Ja, thank komm. You for your contribution. Wunderbar. Wir haben jetzt eine neue Zeitung bekommen. Ihr seid Anzeiger Tankverkäufer. Cool. Shadian Post. Zweifelsfrei unschuldig. Tränkemacher beweist, dass seine stärksten Tränke legal sind. Geschrieben von Esther Clarkwell. Kai und Karin Ufernah sind die Eigentümer und Tränkebrauer einer einst erfolgreichen Apotheke nahe des Schmetterstromflusses. Die Apotheke verlor an Beliebtheit, nachdem Kai seit längerem verdächtigt wurde, illegal beschaffte, landesweit geschützte Zutaten für seine Tränke genutzt zu haben. Obwohl er niemals offiziell angeklagt wurde, war der Verdacht so groß, dass ihr Geschäft nachhaltig Alarm legte. Knowledge is power. Stay informed. Come pick up the latest news here. Ja, habe ich ja schon gemacht. Tatsächlich fand die Reporterin heraus, dass die wenigsten Einwohner überhaupt noch von der Existenz der Apotheke wussten. Es stellt sich jedoch kürzlich durch wissenschaftliche Tests heraus, dass die vermeintlich illegalen Tränke keine Spuren von verbotenen Zutaten erhielten. Obwohl es unsicher ist, wann und wo die Gerüchte überhaupt starteten, ist das Paar euphorisch darüber, seine Unschuld bewiesen zu haben. Die beiden haben einen erstaunlichen Berg an Schulden angehäuft und nun endlich die Gelegenheit, ihre freundlichen Unterstützer zurückzuzahlen. Oh, wunderbar, da haben wir jetzt die Neuigkeit auch über das wunderbare, abgeschlossene Aufgabequest Zweite Chance. Das haben wir erfüllt. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich bin schon wieder abgelenkt. Ich wollte mir dieses Rad kaufen. Hi again. Ready to buy a bicycle? Nein, nicht, nein. Nein, kein Fahrrad, sondern... Wo war das? Hier, ne? Hallo? What can I brew you up? An den Teehändler, nee. You have a good day now. Ebenso, wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Das ist die Zeitung. Ich muss es hier weiter hier hinten noch weiter. Hier ist die Fischhändlerin. Da habe ich mir die Angel gekauft. Hallo. Good day. Hallo. Ja. Seilrutschenrolle, genau. Und den Teekessel. Perfekt, dann habe ich das auch schon mal erledigt. Das ist die Schneiderin, das ist die Schneiderin. Okay, gut, wie spät haben wir es? 8.06 Uhr. Ich kann mal mit ihr nochmal reden. What crunchy scales. Scrumptious raw fish. I can't wait until dinner time. Ja, kann ich verstehen. Mach mal die Ware ansehen. Donnerforelle. Ich kaufe mir eine Donnerforelle. Ich glaube, das ist als Köder. Was ich als Köder brauche. Okay, okay, okay.
So, ich muss irgendwie versuchen, da jetzt zu den Steinquellen rüberzukommen. Gehen wir mal hier runter, wa? So, wo war das? Na, wo konnte man jetzt hier arbeiten? Das ist der Haupteingang, ne? Verdammt, das war's nicht. Da muss das weiter hinten gewesen sein. Glaube ich. Wir gucken mal. Huch. Oh, hell. Okay, ja. Dann. Nee, hier ging's nicht runter. Ich glaube, noch weiter hinten. Wir gucken mal. Wir mal schon finden. Wir müssen auch nicht zu viel Zeit in uns Land verziehen lassen, weil wir haben nicht ewig Zeit. Och man, wo ging's denn runter? Ach je. Auf der Seite bestimmt nicht. Beziehungsweise auf der Seite war das mit dem, wo wir das Passwort brauchen. Genau, hier nämlich dann und unterhalb der Stadt. Da will ich aber nicht hin. Ich will hier hin, wo wir auch arbeiten konnten. Hä? Ich bin schon wieder dumm, ne? Ne, hier auch nicht. Wo ging das denn lang? Hä? Ich kapier's nicht. Ah, also hier nicht. Okay. Das ist der dichte Massentypi. Ah, hier. Hier war das. So. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht hier auf die andere Seite rüberkomme. Das muss doch jetzt funktionieren, oder? Ausrüstung. Das perfekte Werkzeug, um eine Seilrutsche zu benutzen. Funktioniert nicht. Mist. Wie mache ich das? Howdy. Howdy. Dann lass uns mal ein bisschen arbeiten.
Well, that's great news for me. So. Später Mars, 10.24 Uhr. Also dieser kann ich nicht verwenden. Ich hoffe mal, dass ich das drüben verwenden kann. Ich weiß, wo ein Turm war. Da muss ich mal versuchen. Mal gucken, ob ich da noch hinkomme an dem heutigen Tag. Aber ich glaube schon. So weit war das nicht. Morgen. Da hinten. Ach, das ist ja der... Komme ich da vielleicht sogar so hin? Na, das gucken wir uns jetzt an. Ich glaube, da komme ich auch so hin anscheinend. Ja, da komme ich so hin. Schön. Wir gehen einmal querfeldein. Warum? Weil wir es können. Oder? Können wir? Wir können. Wir haben keine heißen Quellen. Anscheinend. Was haben wir hier oben? Naja, die haben sich einen tollen Platz ausgesucht, das stimmt. Hallo. Ein schönes Bild wäre das auch, ne? Na gut, okay. Weiter. Vielleicht komme ich von hier aus. Ja, ich... Östlicher Turm. Inspiration steigt. Hier könnte ich es verwenden, dann kann ich rüber. Oh, ist das cool. Oh, ist das schön. Okay, aber ich will jetzt erstmal runter. An... Huch! Hier gibt es einen Weg. An die Küste lang. Ja, ich habe genug Zeit. Perfekt. Hier, wo die beiden Evelyn, ne? Und, wie heißt die andere? Wir haben... haben wir die Mission nicht abgeschlossen? Doch. Wo ist denn das? Künstlerin, Knollenchaos? Ach, deine Marktromanze, genau. Evelyn und Leilani. So, ich. Oh ja, cool. Sonne und Steinquellenküste. Wunderbar. Und hier finden also besondere Partys statt. Aber ich bräuchte wahrscheinlich Wurzeln, Zelt, vielleicht auch den Teekessel. Hab ich ja schon. Man muss wahrscheinlich abends hier hin, ne? Denke ich mal. Guck mal, da hinten sind ein paar Zelte. Interessant, da gehen wir gleich hin. Was ist denn hier Schönes? Was haben wir da mitgenommen? Was haben wir da gerade mitgenommen? Ach, Schild haben wir mitgenommen, jawohl.
weiß nicht genau, wofür ich das brauche, aber ich nehme es einfach mal mit. Komme ich da rüber? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Wow, es sieht ja so toll aus. Hier gibt es noch einen Weg nach links. Vielleicht ist hier eine heiße Quelle. Das sieht doch danach aus. Ja, es ist eine heiße Quelle. Jawohl. Heiße Quelle. Leere Flasche. Wie, hier gibt es keine heiße Quellenwasser. Okay, perfekt. Okay, jetzt haben wir es gefüllt. Ich muss tiefer rein. Alles klar. Wollte schon sagen. Okay, einmal heiße Quelle gefunden. Sehr gut. Okay.